willkommen zu einer neuen Folge im Liebe-Leben-Podcast oder auf dem Liebe-Leben-YouTube-Kanal, wo auch immer du zuhörst, zuschaust. Schön, dass du da bist. Und heute geht es um das Thema Selbstliebe, beziehungsweise der Titel der Folge heißt »Ich kann mich selbst nicht lieben«. Und mein Team und ich, wir haben uns dieses Thema ein bisschen angenommen oder ja, wir haben ein bisschen beobachtet in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene, hypt das Thema Selbstliebe und Selbstliebe wird da ein bisschen als die Lösung aller Probleme verkauft. Und ja, da heißt es immer so ein bisschen, naja, wenn man sich nur genug selber liebt, dann hat man den perfekten Job, dann kriegt man die Beförderung, dann ist die Beziehung super sowieso, dann sind die Kinder alle toll und geraten wohl, dann macht man natürlich tolle Urlaube, perfekte Urlaube, man hat ein schönes Haus, ein schönes Auto und überhaupt und sowieso einfach das perfekte Leben. Und all das nur, weil man sich selbst halt total liebt. Und der Umkehrschluss ein bisschen aus dem Ganzen, wenn in deinem Leben halt irgendwas falsch läuft oder wenn du irgendwie sagst, oh, es ist eigentlich nicht so, wie ich es haben will, dann liegt es daran, dass du dich wahrscheinlich bestimmt nicht genug selber liebst und dass du an deinem Selbstwert arbeiten musst und dass deine Selbstliebe schwächelt. Ja, puh, also kann man so sehen, muss man nicht. Das ist nämlich auch, also nicht nur anstrengend quasi, sondern manchmal auch ein eher gefährlicher Rückschluss, weil mit dieser Aussage wird halt propagiert, dass das Leben tatsächlich immer toll ist, wenn man sich nur selber genug liebt. Und sobald halt was nicht schief läuft, und das habe ich auch immer mal wieder, dass Menschen, wo eine Affäre aufgeflogen ist oder wo, keine Ahnung, sich die Affäre nicht für ihn oder sie entscheidet oder sich wenig meldet oder sowas, dass die Person dann sagt, oh, das liegt bestimmt an mir oder das ist mein Selbstwert, das ist mein Selbstwertthema. Also damit kommen auch meine Kunden, Kundinnen, hauptsächlich Kundinnen, wenn man mal ehrlich ist, um die Ecke, dass sie halt glauben, ja, es liegt an der mangelnden Selbstliebe und es liegt an der Unfähigkeit, sich selber zu akzeptieren und so weiter. Und das ist jetzt nicht wirklich wahr. Klar ist es so, dass Selbstliebe bzw. Selbstakzeptanz, ein stärkeres Selbstwertgefühl, mehr Selbstvertrauen dazu führt, dass du dich halt anders verhältst, dass du mutiger bist, dass du vielleicht klarer Grenzen setzt, dass du vielleicht auch die Reise buchst, wenn sie ein bisschen, wo du sagst, wow, so ganz sicher bin ich nicht, aber hey, lass es uns ausprobieren und so. Also klar kommt aus einem höheren Selbstwertgefühl und aus einem stärkeren Selbstvertrauen kommen andere Entscheidungen und andere Handlungen und auch pflegst du die Beziehung oder deine Beziehungen anders, als wenn du ein sehr schwaches Selbstwertgefühl hast und wenn du eben 0,0 dich selbst lieben kannst. So. Aber dazu kommen wir später noch. Nur, was mir ganz wichtig ist, Leben ist immer 50-50. Es wird immer 50% gute Sachen im Leben geben und 50% beschissene, egal wie hoch deine Selbstliebe ist, okay? Und es gibt immer Krisen, es gibt den Jobverlust, du wirst gekündigt, Stellenabbau, es gibt Affären, Menschen verlieben sich fremd, auch wenn sie in guten Partnerschaften sind. Es gibt Todesfälle, ja, und das hat mit deiner Selbstliebe klein gar nichts zu tun. Und ja, manchmal scheitert man fährt mit dem Kopf gegen die Wand oder man entscheidet halt irgendetwas, was vielleicht riskanter war und dann wird es halt ein Misserfolg so. Also das alles gehört zum Leben dazu und es ist Quatsch zu sagen, mit genug Selbstliebe passiert dir das nicht mehr, da ziehst du das nicht mehr an. Das ist ja dann mein Lieblingsspruch aus den Esoterikkreisen, dass man es ja dann angezogen hat, weil man halt irgendwas nicht gut genug, keine Ahnung, ist oder gut genug gemacht hat oder ausstrahlt oder energetisch genug ist oder sowas. Also das ist Quatsch, okay? Leben ist 50-50 und es wird dir nie gelingen, egal wie toll du bist, egal wie sehr du dich liebst, wie hoch dein Selbstwert ist, dass du dich von der Erfahrung der menschlichen Existenz und Leben auf diesem Planeten quasi entfernst. Es bedeutet, also du kannst gar nicht schön genug, reich genug, Selbstliebe genug haben,
dass du nicht negative Emotionen hast, weil so wurden wir halt einfach nicht designt. Kein Gehirn kann immer nur positive Emotionen aufrechterhalten oder nur Positives erleben. Das ist Quatsch. Wichtig ist aber auch, natürlich meine ich damit auch nicht, dass Selbstliebe unnötig ist oder dass man sich nicht an, dass man nicht am Selbstwert arbeiten sollte oder dass auch Eigenverantwortung nicht wirklich sinnvoll ist oder was bringt. So. Das ist alles total essentiell und es ist auch wirklich wichtig für dich, dich selber zu reflektieren und zu überlegen, okay, wo sind denn meine Defizite? Wie könnte ich noch mehr Vertrauen in mich selber haben, um eben auch ein gesundes, auch grenzensetzendes, selbstständiges Leben zu führen und nicht permanent eben darauf angewiesen bist, dass andere dich huldigen oder andere dir irgendwie schmeicheln oder sowas. Selbstliebe und Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Eigenverantwortung, all das sind Qualitäten, die dein Leben definitiv verbessern. Gar keine Frage. Nur es heißt, ist nicht so, dass Selbstliebe die Lösung für alles ist und dass du dann keine Probleme mehr hast. Das ist Bullshit. So, und warum das so ist, da schauen wir jetzt auch ein bisschen genauer hin, gell? Also zum einen ist mal ein wichtiger Punkt, du musst überhaupt nicht alles an dir lieben. Und das ist auch was ich im Coaching halt immer wieder höre, so dieses, ich kann mich halt nicht selber lieben oder ich habe die und die Defizite oder das und das mag ich an mir halt gar nicht oder sowas. Die und die Eigenschaft, oh, meine Schwester war da viel besser darin oder mein Partner, meine Partnerin macht es viel toller oder was der Geier. So, wie wäre es denn, wenn du auf ab jetzt einfach sagen würdest, hey, okay, es ist, wie es ist. So im Sinne von, auch diese Eigenschaft, dieses Muster, diese Gewohnheit an mir habe ich, auch wenn sie mir wahnsinnig auf die Nerven geht oder wenn ich mir wünschen würde, ich könnte sie ablegen, gell? Ich hätte es gern anders und ich arbeite an mir. Ich versuche aber dennoch, mich so zu akzeptieren, wie ich jetzt bin, hier und heute. Und es ist okay, wenn mir Selbstliebe nicht gelingt, wenn es mir nicht gelingt, die und die Seiten von mir wirklich zu mögen, wirklich zu lieben. Weil Selbstakzeptanz bedeutet halt nicht immer nur, sich cool zu finden oder die tollen Seiten nur hervorzuheben und die schlechten quasi zu vergessen oder wegzudrücken oder sowas. Es bedeutet auch nicht, also wenn du dich selber akzeptierst, bedeutet es auch nicht, dass du nicht dich mit dir selber auseinandersetzen sollst oder Hilfe in Anspruch nehmen kannst oder dich selber auch mal kritisieren kannst. Um Gottes Willen, es heißt wirklich, nimm dir den Druck, dich lieben zu müssen, andauernd und immer und für alles, wie du bist, sondern es reicht völlig aus, dass du Aspekte von dir mehr magst, andere Aspekte magst du weniger, aber du anerkennen kannst, dass das halt ein Gesamtpaket ist und dass du nicht nur dann akzeptabel oder wertvoll oder liebenswert bist, wenn du nur diese positiven Aspekte hast. Also das ist Quatsch so. Und du kannst einmal drüber überlegen, gibt es denn irgendeine Person, die keine Macken hat, also keine Special Effects, bei der nur alles cool ist und der die Sonne den ganzen Tag irgendwie aus dem Hintern scheint? Nein, die gibt es nicht. Es gibt keine Menschen, die nicht auch nerven, die nicht auch mal blöd sind, eifersüchtig, neidisch oder sowas. Also wir alle haben positive Aspekte und negative Aspekte. Und es ist völliger Bullshit zu denken, es gibt perfekte Menschen oder die einen Menschen, bei denen läuft immer alles super und die lieben sich total, weil die haben ja nichts an sich auszusetzen oder zu kritisieren. So, das ist Quatsch. Also, und das wäre auch ziemlich langweilig. Also stell dir vor, du würdest auf diesem Planeten leben und jeder wäre nur perfekt. Hä? Oh Gott, das wäre ja furchtbar. So, das heißt, wir dürfen die Menschlichkeit anerkennen, wir dürfen anerkennen, dass andere Menschen nicht perfekt sind und auch nicht sein müssen und dass wir es auch nicht sind und definitiv auch nicht sein müssen. So, und deswegen, so alles an sich zu lieben, ist nicht das Ziel des Lebens, sich quasi von oben bis unten nur zu lobhudeln und so ist Bullshit. So, das Ziel darf sein, dass wir eine Zeit auf diesem Planeten verleben, die ist erfüllend, die ist lehrreich, die ist manchmal netter und manchmal nicht ganz so nett, die hat Aufs und Abs, die hat Höhen und Tiefen und schlechte Erfahrungen kommen mit einher, genauso wie gute Erfahrungen. Und nichts davon hält
ewig. Also weder ein positives Gefühl noch eine Glückssträhne bleibt für immer, genauso wenig wie ein negatives Gefühl oder eine Pechsträhne. So. Das heißt, du musst nicht alles an dir lieben, du kannst einfach akzeptieren, dass du ein Mensch bist, mit guten und schlechten Seiten, mit guten und schlechten Tagen. Und das ist so viel entspannender und hilfreicher als dieses Streben nach, ich muss mich selber lieben. Dann ein zweiter Punkt, Selbstliebe bedeutet auch nicht, dass du immer glücklich bist. Und ich meine, das ist jetzt schon ziemlich offensichtlich, oder? Nach der Einleitung, so nach dem ersten Punkt, ist es schon offensichtlich, dass du auch nicht immer glücklich bist. Weil Selbstliebe halt auch nicht heißt, die nicht perfekten Anteile an dir so lange zu bearbeiten oder in die Heilung gehen zu müssen oder noch diesen, jenen Zauber oder da, was der Geier, noch irgendeine Therapie machen musst, damit du quasi das, was bei dir nicht so geil ist oder was du unschön findest oder was andere Menschen kritisieren, dass du dir das in irgendeiner Form wegheilen oder wegtherapieren musst, dass dich das nicht mehr beeinflusst, dass dich eine vielleicht beschissene Kindheit nicht davon abhält, glücklich zu sein für den Rest deines Lebens oder sowas. Also, und ich höre das immer wieder und es gibt es immer wieder, auch gerade auch auf Social Media wird es ganz gern propagiert, dass dieses, wenn die Urwunde der Eifersucht geheilt ist oder wenn dein Urvertrauen wiederhergestellt ist oder sowas, dass du dann nie wieder eifersüchtig bist. Und das ist halt Bullshit. Oder dieses, wenn du immer in deinem Higher Self bist oder immer in der Liebe bist, dann kannst du deinem Partner, deiner Partnerin die Affäre gönnen oder was der Geier. Und nein, das wird nicht der Fall sein. So, das sind Konzepte und Versprechungen, die gibt es halt in bestimmten Coaching-Szenen oder auch in der Esoterik-Szene sehr stark, die auch sehr stark mit dem schlechten Gewissen arbeiten, mit dem, ja, und du hast nur noch nicht genug in dich investiert und du hast noch nicht genug Persönlichkeitsentwicklung gemacht und so weiter, weil da, du bist noch nicht geheilt, da ist noch irgendeine Wunde und so weiter. Nur wenn du auch vielleicht schon viel gemacht hast, wie ich auch, ich habe so viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, so viel Therapie, Trauma, Lösung und so weiter und ich bin immer noch eifersüchtig und ich kann es auch nicht abstellen. Das heißt, an einem schlechten Tag, wenn es mich auf einem schlechten Fuß erwischt, so, dann kann ich meinem Mann schon mal ganz schön was um die Ohren watschen und mir ist es meistens dann einen Tag später oder sowas urspeinlich. Aber was ich damit sagen will, ist, es ist egal, wie sehr du dich heilst, du bist immer noch ein Mensch. Und wenn du mit dem falschen Fuß aufgestanden bist, hungermüde, pipi kalt, irgendwelche Thema in dir gerade rumort, dann wirst du nicht immer nur glücklich sein und dich von negativen Emotionen abhalten können. Es geht nicht so. Also, du darfst dich mit dem Thema Eifersucht auseinandersetzen, vor allen Dingen, wenn sie ziemlich krankhaft ist und sehr intensiv. Du hast Möglichkeiten, aus krassen Mustern und vielleicht emotionalen Abhängigkeiten auszusteigen. Das geht alles, okay? Deswegen wirst du aber trotzdem nicht perfekt und du wirst nicht immer nur glücklich sein und es wird nicht immer nur so sein, dass du dann in der liebevollsten, tollsten Beziehung bist und dich nie scheiße fühlst, so. Und es ist schlichtweg unrealistisch, bestimmte Gefühle, bestimmte Reaktionen, bestimmte Gedankenmuster oder auch Selbstzweifel komplett auszuhebeln und sie nie wieder zu haben. Ich meine, nächste Woche mache ich noch eine Podcast-Folge zum Thema Selbstzweifel, wie du damit umgehen lernen kannst. Und auch eine Kollegin von mir, die Janina Felix, die macht auch gerade, die hat gerade so ein cooles Projekt zum Thema Selbstzweifel, wo sie sagt, Selbstzweifel auflösen ist totaler Bullshit. Du willst lernen, mit den Selbstzweifeln umzugehen, weil gerade die erfolgreichsten Menschen sind nicht frei von Selbstzweifeln. Sie können nur besser damit umgehen. Und das ist halt total wichtig. Also du musst nicht alles an dir lieben und du wirst auch, egal wie viel Selbstliebe du in dir trägst oder wie hoch dein Selbstwertgefühl ist, du wirst nicht immer nur glücklich sein. So. Weil das nicht funktioniert. Und so wurde der Mensch auch nicht gebaut. Das Einzige, was du wirklich tun kannst, ist, diese ungeliebten Muster, deine Special Effects, die Gefühle und Gedanken, deine Eigenheiten und,
immer besser zu verstehen, immer mehr zu verstehen, wie produziere ich das, also welche Gedanken produziere ich, welche Verhaltensmuster entstehen dann durch die Gefühle, die da aufkommen, so, und gibt es Möglichkeiten gegenzusteuern, deswegen kannst du trotzdem nicht jeden Gedanken, jeden negativen Gedanken auslöschen, das, auch das geht nicht, nur dich selber besser zu verstehen, wo kommt es her, wo habe ich das gelernt, will ich das weiter transportieren, anstatt zu sagen, ich muss das alles ablegen, ich muss das weghaben. Das ist wirklich ganz, ganz viele, gerade im Membership haben wir viele Menschen, wo eine Person eine offene Beziehung will und die andere eher so ein bisschen so semi-freiwillig damit mischt und sagt, ah ja, aber wenn ich doch diese ganzen Gedanken umändern könnte, dann würde mich das nicht stören, dann wäre ich großzügig, dann könnte ich ihm oder ihr es gönnen. Und nein, auch das kann sein, dass das nie passieren wird. Du kannst aber dennoch lernen, in so einer Konstellation nicht völlig unterzugehen und nicht völlig nur, dass es dir jeden Tag den Boden unter den Füßen wegzieht. Also auch mit ein Stück weit Akzeptanz, dass das Leben 50-50 ist, dass auch eine Beziehung nicht immer nur super happy ist und dass auch eine offene Beziehung eine Berechtigung haben kann, auch wenn du sie vielleicht nicht haben willst. Daraus kannst du trotzdem viel lernen und viel rausziehen. Das heißt aber nicht, dass es nur angenehm ist und das heißt nicht, dass sich's immer super anfühlt. Also ganz, ganz wichtig, du lernst mit diesen Themen mehr und mehr zu leben. Du lernst sie mehr und mehr anzuerkennen und deinen Umgang damit zu finden, obwohl sie beschissen sind, obwohl sie sich scheiße anfühlen und obwohl sie dich nerven. Das heißt eben nicht immer, ich will das weghaben, wie kann ich das ändern, sondern wie kann ich lernen, damit Frieden zu schließen und damit zu leben. So. Und wiederum, um dich lieben und anzunehmen, wie du bist, heißt es nicht, dass du nie wieder schlechte Gefühle hast, dass du alles an dir toll finden musst, nie wieder Misserfolge haben wirst, dass dein Partner oder deine Partnerin immer alles tut, was du gerne hättest und ansonsten hast du ein schlechtes Karma oder was da Geier was. Nein. Dann der dritte Aspekt, warum du auch geliebt werden kannst, wenn du dich selber nicht so liebst und umgekehrt. Ich hatte mein total tolles Gespräch auch mit einem Mann, den habe ich mal auf einem Seminar kennengelernt und der war total begeistert von meiner Arbeit und der hat zu mir oft gesagt, schau Melanie, wenn du dich mit meinen Augen sehen könntest, dann hättest du nie wieder Selbstzweifel, weil der so überzeugt von dem war, was ich gemacht habe, wie ich mein Business aufgebaut habe und total, also der so sehr an mich geglaubt hat und auch mein Mann hat viele Jahre sehr, sehr viel stärker an mich geglaubt, als ich selber an mich geglaubt habe. So. Also das heißt, es ist Quatsch zu denken, dass du erst vorgehen musst, bevor andere dein Licht leuchten sehen oder sowas. Egal, ob jetzt im Business-Kontext oder auch im Partnerschaftskontext, okay? Also das bedeutet nicht, also und da gibt es ja immer dieses Narrativ, gerade in der Beziehungstherapie oder Beziehungsberatungsthemen, Eheberatung, ja, du musst dich erst selbst lieben und dann wirst du eine Beziehung anziehen, wo du auch geliebt wirst. Oder wenn du dich selber nicht liebst, dann ist es ja logisch, dass dein Gegenüber dich nicht liebt. Und ja, es ist ein bisschen was dran, okay? Dass, wenn du dich selber nicht lieben kannst, also das heißt nicht, dass dein Gegenüber dich nicht liebt, aber das heißt, du kannst es nicht so glauben und du kannst es nicht so annehmen. So dieses an sich selbst zu glauben und auch die Augen der anderen dafür zu nutzen, ist tatsächlich etwas, woran du schon arbeiten kannst und sagen kannst, hey, ich habe positive Seiten und ich weiß, warum mein Partner, meine Partnerin mit mir zusammen ist. Ich hatte das neulich in der Paarberatung, wo der Mann sehr eifersüchtig war und da ging es auch um das Thema offene Beziehung und er immer Angst hatte, dass dann ein anderer besser, schöner, toller, weiß der Geier, was das ist als er. Und ich habe ihn nur gefragt, sag mal, gibt es eigentlich in dir den Gedanken, dass deine Partnerin Glück hat, dass sie mit dir zusammen sein kann, so wie du bist? Und dann hat er ganz, ganz lange gestockt. Also er konnte das nicht ganz wirklich für sich selber glauben. Und das ist schon, das ist ein bisschen unfair in der Beziehung zu sagen, sie muss sich jetzt so verhalten,
immer treu sein, immer brav sein, immer was der Geier, mich lieben, mir huldigen, mir Komplimente machen, damit ich selber diese Arbeit nicht tun muss. Ich meine, das ist ein bisschen unfair, okay? Also darum geht es mir nicht. Nur, es heißt nicht, dass du nur erfüllende Beziehungen führen kannst, wenn du dich schon selber liebst, sondern über die Beziehungen lernst du, dich mit anderen Augen zu sehen. Lernst du vielleicht auch mal die Sichtweise der anderen Menschen, die dich sehr viel positiver betrachten als du selbst möglicherweise und die sehr viel mehr an dich glauben als du selbst. Wenn du dir diese Sichtweise ausborgen kannst und über die Beziehung quasi dir immer und immer wieder auch selber den Beweis gibst, so meine Partnerin, mein Partner liebt mich, auch mit meinen Special Effects, mit meinen schlechten Seiten, mit meinen Ansätzen, die ich halt an mir ablehne und so weiter. So. Also, wichtig, es ist schon so ein niedriges und schlechtes Selbstwertgefühl, emotionale Abhängigkeiten von anderer Menschen, positiver Sicht abhängig zu sein. Das alles hilft dir nicht, erfüllende Beziehungen zu führen und Grenzen zu setzen und auch authentisch in deiner Beziehung zu sein. Dennoch ist total wichtig, es ist Bullshit, dass du dich erst selbst lieben musst, bevor du in eine Beziehung gehen kannst, sondern du kannst auch genauso wie du bist, so unperfekt wie du jetzt bist, so wie du dich selbst halt erlebst, so authentisch kannst du trotzdem in Beziehungen sein und dich auch zumuten dem Partner, der Partnerin und daraus mehr und mehr deine Authentizität entwickeln und dein Selbstwertgefühl entwickeln. So, ein beschissenes Selbstwertgefühl sorgt meistens dafür, dass du dich eher ausnutzen lässt, dass du dich erpressen lässt. So, wenn du selber stabil in dir stehst und dich selber akzeptierst, wie du bist, dann kannst du halt auch besser Grenzen setzen. Und wir hatten das im Membership mit der Selbstfindungsexpedition. Es waren so 5 Aufgaben, die dazu dienen, um mehr und mehr bei dir selbst anzukommen und auch mehr und mehr authentisch dich selbst leben zu können und dich nicht permanent zu verbiegen für andere Menschen. Aber auch da wieder, du musst dich nicht total selbst lieben, damit dir das gelingen kann. So, jeder Mensch hat seine eigenen Themen, die nicht rundlaufen, wo er oder sie sich selber genervt von sich fühlt oder sich wünscht, anders zu sein. Whatever, besser, schöner, schneller, stärker, weiser, witziger, was auch immer das ist. So. Und wir alle kriegen das nicht immer hin, dass wir unsere witzigste Version nach außen zeigen oder dass wir immer nur gut gelaunt ein Liedchen pfeifen oder. Dennoch ist es möglich, erfüllende Beziehungen auf Augenhöhe zu führen. Dennoch ist es möglich, geliebt zu werden und zu lieben, auch wenn du dich nicht total 100% selbst liebst und dein Partner, deine Partnerin es auch nicht tut. So, in der Partnerschaft ist es tatsächlich nicht wichtig, diesen Perfektionsanspruch zu erfüllen und alles an sich total aufgeräumt zu haben, total in der Heilung zu sein. Viel wichtiger ist es, dass du ein Bewusstsein darüber hast, welche Baustellen bei dir am Start sind, wo du dich selber um deine Themen kümmern darfst, wo du vielleicht deine Kindheit schon noch ein bisschen im Blick haben darfst und ein Stück weit aufräumen darfst, keine Frage, wo du auch selber Selbstverantwortung übernehmen darfst, anstatt dem anderen immer die Schuld zu geben, wie es dir geht, wie du dich fühlst und so weiter. Und eben nicht alle deine Ideale, Projektionen, Wünsche und Sehnsüchte immer auf den anderen projizierst, auf den Partner, die Partnerin, weil das ist halt auch total für die andere Person sauber anstrengend, wenn du halt selber nicht glauben kannst, dass du liebenswert bist und die andere Person versucht es dir immer und immer wieder mitzugeben, du bist liebenswert und du versuchst es trotzdem immer wieder abzuschmettern oder was der Geier, weil du selber halt nicht glauben kannst. Also das sind wieder so Extreme, was du, also das eine Extrem wäre dieses, ich liebe mich total selber und das andere Extrem ist, ich hasse mich total und kann gar nicht glauben, dass mich jemand liebt. Und irgendwo dazwischen willst du dich aufhalten auf dieser Skala und schauen, dass du ein Stück mehr und mehr in die Selbstakzeptanz kommst, mehr und mehr dich so annimmst, wie du bist und so weiter und dir nicht noch zusätzlich die Peitsche auf den Rücken haust, weil du dich selber nicht liebst. Das ist halt, das ist kontraproduktiv, es führt halt zu nichts. Genau.
Dann ein vierter Aspekt ist, es macht dich halt auch verständnisvoller und wie soll ich sagen, auch nahbarer, wenn du eben nicht alles an dir liebst. So. Wenn wir jetzt nicht alles an uns selber toll finden, wenn wir uns nicht total zu 100% im Reinen mit uns selber sind und so weiter, wenn uns aber an uns selber irgendwas total nervt und so, dann macht uns das nahbarer, das macht uns erlebbarer und es macht uns auch verständnisvoller für andere. Ich habe so oft schon erlebt, dass Menschen, die fremdgegangen sind, dass die vorher so immer mit dem erhobenen Zeigefinger und Untreue, das ist das Allerletzte, das macht man nicht, das machen nur schlechte Menschen und so die totalen Moralapostel waren und auch so durch den Freundeskreis gewischt sind und die dann selber eine Affäre hatten und aus dieser Affäre heraus und diesem nicht perfekt zu sein, nicht immer die weiße Weste anzuhaben, so viel menschlicher geworden sind und so viel liebenswerter auch geworden sind durch die Unperfektion. Die waren vorher teilweise echt so arschlochmäßig unterwegs, auch den Kindern gegenüber immer so korrekt und akkurat und die müssen immer alles richtig machen und in der Schule und so. Und wenn dann der Elternteil irgendwie selber Mist gebaut hat, sozusagen durch die Affäre, dann war halt viel mehr Raum auch dafür da, dass die Kinder nicht perfekt sein müssen, dass der Partner, die Partnerin nicht perfekt sein muss und so weiter. So, wenn unser Partner, unsere Kinder, Freundinnen, Eltern, wer auch immer, Kollegen mit ihren ungelösten Themen ums Eck kommen und sich eben auch mal nicht perfekt verhalten und auch mal was falsch machen oder sowas, dann können wir halt alle miteinander anders umgehen. Also anstatt sich irgendwie über jemanden zu stellen, so ich habe das ja nicht, ich würde es ja so nie machen. Das ist so eine Aussage, die ich so oft höre von PartnerInnen, die halt denken, sie würden alles super machen und der andere hat es jetzt verbockt so. Wenn wir uns auf die gleiche Ebene begeben und sagen, ich bin nicht perfekt, du bist nicht perfekt, ich bin aber okay und du bist auch okay, dann müssen wir nicht aus allem, was nicht richtig läuft, so wie wir es gelernt haben oder wie wir geglaubt haben, dass das Leben laufen soll, dann müssen wir da nicht so ein Riesendrama draus machen, sondern wir können tatsächlich liebevoll und verständnisvoll sowohl mit uns selber umgehen, wenn wir was verbockt haben. Wir können aber auch mit anderen liebevoller umgehen und auch mal alle Fünfe gerade sein lassen und nicht so auf den Themen rumreiten, so, oh, du hast damals 1987 was Falsches gesagt oder die und die da angeflirtet und wie kannst du nur und wie konntest du mir das antun und so weiter. Das ist nicht menschlich. Das ist Ego, zur Schau gestelltes Ego und hat auch, by the way, nichts mit Selbstliebe zu tun. Okay, ganz, ganz wichtig. Wenn andere Menschen sich verletzlich zeigen, wenn andere Menschen nicht perfekt sind, wenn sie Fehler machen, dann wissen wir, okay, die Person hat auch wunde Punkte. Okay, ich kann da ein bisschen andocken. Ich verstehe. Gerade wenn ich Vorbilder von mir sehe und höre, die eben auch von ihren Selbstzweifeln berichten oder eben auch, dass sie hier und da ein Projekt verbockt haben oder sowas. Das hilft mir total, weil ich komme mir da nicht so komisch vor und denke, bei denen läuft immer alles super und bei mir nicht, sondern es macht es so viel angenehmer, so in Interaktion auch zu sein, im Kontakt zu sein. Und wenn wir so ein Verständnis haben, dann hilft es uns auch in Konflikten nachsichtiger zu sein, nicht immer Recht haben zu wollen, nicht immer auf der eigenen Meinung bestehen und beharren und so weiter. Sondern, oder sich auch ständig auf den Schlips getreten fühlen, im Sinne, nee, das war aber falsch, das hast du falsch gemacht und so, dann können wir leichter begreifen, dass es halt Leben auf diesem Planeten nicht bedeutet, dass die Menschen um uns herum sich perfekt verhalten müssen oder dass wir selber das tun müssen, sondern dass das völlig normal und menschlich ist und dass wir das nicht alles auch immer ständig lieben müssen und uns selber auch nicht immer lieben müssen. So, und jetzt den letzten Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass Selbstliebe nicht bedeutet, dass du Eigenverantwortung abgibst. Also, dass wenn du dich selber super findest, dass du dann quasi sagst, okay, jetzt muss ich nichts mehr tun, jetzt muss ich nicht an mir arbeiten, jetzt muss ich nicht bei meinen blinden Flecken hingucken, sondern der Partner ist schuld, der ist toxisch, die hat was falsch gemacht oder sowas. Das ist halt wichtig. Es geht jetzt nicht darum,
dass diese Folge dazu da ist, dass du sagst, ja, Selbstliebe bringt eh nichts, das braucht man nicht. So wie sehr viele meiner Kunden, Kundinnen, die, bevor sie bei mir angetanzt sind, die sich noch nie um sich gekümmert haben, die sich noch nie gefragt haben, ob sie sich selber lieben oder ob sie sich selber zumindest halbwegs akzeptieren würden. darum geht es auch nicht, zu sagen, das ist alles Humbug und das musst du nicht machen und Persönlichkeitsentwicklung ist Quatsch. Sondern sich mit sich selber auseinanderzusetzen und Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, ist etwas, was guten Beziehungen hilft. Also was dir helfen wird, Beziehungen tiefer, ehrlicher, authentischer zu leben. So. Und dieses, ich bin halt so und ich finde mich super so, auch das habe ich immer mal wieder in der Paarberatung, wo eine Person sagt, na, ich finde mich ja super so, wo ich genau merke, vermutlich ist es nur gespielt oder nur über, also irgendwo drüber gezogen, anstatt dass es ein echtes Selbstwertgefühl ist, weil so ein echtes Selbstwertgefühl ist ein, ich weiß, dass ich nicht perfekt bin und ich weiß, dass das okay ist, das ist ein Unterschied, gell? Und nicht alles an sich selber zu mögen und tatsächlich auch ständig in Work in Progress zu sein, heißt nicht, dass es ein Freibrief ist, sich beschissen zu verhalten, die Verantwortung von sich wegzuschieben, sich nicht zu reflektieren, was das eigene Verhalten mit anderen Menschen wohl anstellt und so weiter. Auch zu sagen, ach ja, du musst ja nur deine Gedanken kontrollieren, das ist ja dein Thema. Und ich bin ein großer Freund davon, zu sagen, was ist mein Zirkus und was ist dein Zirkus und sich nicht den Zirkus anderer anzutun. Aber auch wirklich bei sich selbst zu bleiben und zu überlegen, wie möchte ich denn gern mit anderen Menschen umgehen? Welche Art von Person möchte ich sein? Nicht die perfekte, sich immer selbst liebende, keine Ahnung, schwebende Leuchte, sondern tatsächlich ein echter Mensch mit Enden, Ecken und Kanten, der trotzdem darauf achtet, wie poltere ich durch die Welt? Wie gehe ich durch die Welt und wie gehe ich mit anderen Menschen um? Also, es gibt einen Unterschied zwischen der Annahme der eigenen Schwächen und der unreflektierten Abgabe von Verantwortung. Okay? Oder der Unterschied, wie ich es vorher hatte, die Skala von ich liebe mich total und alles an mir ist super oder dieses alles an mir ist scheiße. Das ist nicht die Idee, das sind diese Extreme, die nicht hilfreich sind und die auch nicht dazu führen, dass du mit anderen Menschen gute Beziehungen führst. So. Also wichtig, du musst nicht alles an dir lieben, du wirst auch mit mehr Selbstliebe nicht glücklicher sein, es wird 50-50 bleiben, du führst nur echtere, authentischere, wertschätzendere Beziehungen, egal mit welchen Menschen um dich herum. Und du übernimmst auch die Verantwortung für dich selber, ohne dass du jetzt von totaler Selbstliebe getrieben bist. Und auch wenn du manchmal sagst, boah, das und das finde ich eigentlich nicht so geil. Vielleicht ist es auch ganz gut, weil es uns dann immer wieder antreibt, auch ein Stück weit bei sich zu gucken und bei sich anzukommen und zu sagen, okay, was könnte ich denn im Zusammenleben mit meinem Partner, meine Partnerin noch besser machen? Was könnte ich im Umgang mit meinen Kindern? Ich erlebe das so oft, wenn ich meinen Coaching-Azubis zuhöre beim Coachen. Die haben ja jetzt gerade Prüfung gehabt und ich feedbacke zum Ende hin 3 Probe-Coachings von jeder Person. Und wie oft ich deren Klienten wiedererkenne, wo ich mir denke, boah, krass, das ist die perfekte Mama, die so wahnsinnig hohe Erwartungen an ihre Kinder hat. Oder die Partnerin, die totale hohe Erwartungen an ihren Partner hat oder umgekehrt. Also das ist schon, also sich selber da mal ein bisschen an die Nase zu nehmen und zu sagen, okay, muss ich meinen Kindern, meinem Partner, meiner Partnerin meine Ideale aufdrücken? Muss ich meine Erwartungen von der anderen Person erhoffen und erwarten? Das ist eben etwas, was ich immer und immer wieder erlebe, wo die Menschen viel zu unreflektiert sind und selbst auch Menschen, die selber Coaches sind, wo ich merke, okay, da ist ein blinder Fleck. Okay, also das heißt, du darfst natürlich bei dir hingucken und schauen, okay, wo gibt's Arbeit zu tun, wo sind meine blinden Flecken, wo sind meine Baustellen und an denen arbeiten, aber eben nicht mit der Intention dahingehend perfekt zu werden, dass du völlig in Selbstliebe erstrahlst, sondern dass du wirklich anfängst, dich mehr und mehr damit auseinanderzusetzen, dass du bist, wie du bist.
mit allem, was dich auszeichnet, positiv wie negativ, und dass du das zugeben kannst, dass du auch mal Entschuldigung sagen kannst, dass du vielleicht auch mal deine Kinder sie selbst sein lässt und so weiter. Also das ist mir total wichtig, nicht einfach zu sagen, ich bin halt so, da musst du jetzt klarkommen, sondern zu sagen, ich darf natürlich Persönlichkeitsentwicklung betreiben, ich darf mich selbst mehr und mehr lieben, ich darf mehr und mehr in die Akzeptanz kommen, aber es geht nie um Perfektion. So, das hoffe ich, dass das mit dieser Podcast-Folge jetzt ein Stück weit rausgekommen ist, und wenn du eben selbst so eine Person bist, ich meine, ich gebe meinen Coaches immer mit, dass ich viele, viele Jahre an mich und mein Coaching nicht so geglaubt habe, wie ich das heute tue. Ich bin heute felsenfest, mich kann man nachts um 3 wecken, besoffen, und ich kann alles coachen, was nicht bei 3 am Baum ist. Aber davon war ich nicht immer überzeugt, und ich bin dennoch sehr erfolgreich geworden mit dem, was ich tue. Und das ist auch etwas, was ich meinen Coaches mit auf den Weg gebe. Auch wenn du zu Beginn noch Zweifel hast und nicht so an dich selber glaubst, mach trotzdem den Social Media Post und mach trotzdem das Angebot, dass du jemandem helfen kannst, weil jeder, der auch bei mir als Coach ausgebildet ist, kann einer anderen Person ein Stück besser weiterhelfen, deren Gehirn aufzeigen, deren Schwachpunkte und blinde Flecken erkennen. So, dafür wurden die ausgebildet. Deswegen musst du nicht perfekt sein. So, und das ist halt das. Und wenn du dich selber nicht lieben kannst oder wenn du noch selber sehr viel Selbstzweifel hast, dann hör dir die Folge nächste Woche an, in jedem Fall. Aber wisse auch, dass du okay bist, so wie du bist, jetzt hier und heute, und dass du erfüllende Beziehungen führen kannst, ohne dich total selbst zu lieben, ohne, also, und auch mit all diesen Schwächen und all deinen Selbstzweifeln, das ist völlig okay. Und ich glaube, wenn du da ein Stück weit einsteigst, mehr in diese Akzeptanz zu gehen, du bist okay, wie du bist, dann kommt es mit der Selbstliebe halt auch von selber irgendwie. Also, und wie gesagt, Liebe ist so ein wahnsinnig krasses Wort. Selbstakzeptanz und ein Ich bin okay, du bist okay, ist halt so viel entspannender, als von so einem wahnsinnigen Ideal auszugehen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, wie immer, melde dich total gern für ein Coaching, melde dich total gern fürs Membership. Da machen wir ja die Persönlichkeitsentwicklung Stück für Stück für Stück über einen längeren Zeitraum. Und da kannst du dich gut selbst reflektieren, viele Fragen stellen, bekommst auch mal unbequeme Antworten von uns. Aber das ist genau der richtige Platz, wo du dich weiterentwickeln kannst.